Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, an einem schönen Sonntag mit der React-Time. Und wir schauen uns heute natürlich wieder die Twitch-Clips Germany an. Ich habe sie rausgesucht, die aktuelle Folge, die sehen wir uns zusammen an. Sie schauen, was dabei so alles zusammengekommen ist in der letzten Woche an Clips oder in der vorletzten Woche. Kann natürlich auch sein, dass es immer, ich weiß, es ist immer eine Woche. Da wird das gesammelt und dann kriegt das an die Leute, die das reacten. Da gehöre ich jetzt aber nicht dazu, weil meine Community ist noch nicht ganz so groß. Und dann geht das von da aus, kriegen das die Leute dann wieder, schicken das zurück, weil die das mit ihrer Community aussenden. Da hinten sieht immer unsere Katze langlaufen. Das Ganze wird dann zurückgeschickt und dann wird das zusammengeschnitten. So, genau. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt von dieser Woche oder von der letzten Woche die Clips sind, aber wir gucken auf jeden Fall mal. Ich wechsle mal in den Live-Bereich. Da seht ihr auch schon, wen haben wir da? Die drei von Dr. Floyd, also die Flip-Floys. hier haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das seht. Hier haben wir den Flo. Also der Flo ist ganz rechts, dann in der Mitte ist der Paul und links ist der Olli. Das ist der mit der Gaskartusche. Obwohl, das ist, glaube ich, eine Heliumkartusche. So, wir starten mal rein und gucken, was da so abgeht. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Wir hoffen auch, dass wir wieder mit dabei sind. Jetzt ganz viel Spaß mit den Clips. Also eins muss ich dabei zusagen, das ist auf jeden Fall ein etwas älterer Clip. Ihr seht gerade, ich muss noch ein bisschen zurechtschneiden. Ein etwas älterer Clip, weil da ist Flo nämlich noch bartlos. und das ist er ja nicht mehr. Zum Glück. Sieht viel besser aus, muss ich sagen. Okay. Huch. Da war ich wieder fast zu langsam, haha. Aber nur fast, nicht ganz fast. interessant. Man sieht, ein Body ohne Arme und Kopf kann auch tanzen. Also ist der Move für den Rhythmus in unserem Körper, nicht im Kopf, nicht in den Armen. Gut zu wissen. Heißt, wenn ihr geköpft werdet, könnt ihr trotzdem noch gut abrappen. Der kann nicht kippen. Hä? Der Stuhl kann der nicht kippt. Kippen. Oh doch. Guck mal, jetzt egal wie weit ich mich nach vorne beuge, der kippt nicht um. Gleich kippt er. Ja, das sind diese Spielchen. Es kippt nicht. Ah, es kippt doch. So kann's gehen. Also, Leute, denkt dran. Habt ihr einen Bürostuhl? Egal, ob Gamer oder normaler Bürostuhl. Nicht zu weit nach vorne. Dann gibt das Ding nämlich nach vorne nach. Gleiches kann passieren, wenn ihr das Ding ruckartig nach hinten macht. Meistens bei einem Gamingstuhl. Ruckartig nach hinten, dann kann das Ding nach hinten umhauen. Das kann man dann verhindern, indem man die Füße unter einen Tisch packt, weil dann kann der Tisch abhalten. Tut aber den Füßen höllisch weh, kann ich euch sagen. Und bevor jetzt gefragt wird, ja, das weiß ich aus Erfahrung, das ist mir nämlich schon passiert. Bereit? Ja. Ja. So, meine Augen sind zu. Könnt ihr sie sehen? Nein. Warum lachst du? Scheiße. Du lachst schon so, als wenn es kein guter Geschmack wird. Nee, ist was anderes Witziges. Das ist, ja, wir wissen es alle, die sich damit auskennen, das war Greenscreen. Wenn man die gleiche grüne Farbe nimmt, wie die Farbe, die man für den Greenscreen eingestellt hat, dann wird das Ganze überlappt und das funktioniert dann nicht. Ich hätte gern gewusst, was er da gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei dem Stream nicht dabei und deswegen weiß ich, ich kenne den Streamer nicht mal. Aber war bestimmt was Lustiges. Genau. Ja, wir gehen fischen. Warum sind denn nie Fische? The Forest. Warum sind die auf einmal Fische? Oh. Moment, du wolltest doch fischen gehen oder mit dem Speer oder wolltest du was jagen? Dann ist doch klar, dass im Wasser Fische sind. Ist doch ganz normal. Aber eins muss ich mal sagen, das war ein geiler Avatar. Ich kenne noch einen geilen Avatar. Der sitzt gar nicht so weit weg von mir. Ein Raum weiter, das ist der Kistenkater. Und der hat jetzt eine Katze.
Müsst ihr mal gucken. Mittwochs und Donnerstags, wenn der streamt, dann kann man den sehen. Früchte. Ey, wusstet ihr zum Beispiel, dass Meerrettich keine Fische sind? Ja. Ja. Na, was ist denn los also, mit dir? Meerrettich klingt übel, was als wären das Fische in der Dose, die du so einfach so eingelegt. Also, das habe ich ja auch noch nicht gehört, dass Meerrettich sich anhört. Obwohl, anhören, klar, okay, das verstehe ich noch. Das Anhören wie Fisch ist verständlich. Aber dass man Leuten sagen muss, hier, Meerrettich ist kein Fisch, das ist doch klar. Meerrettich ist kleingeschnittener, scharfer Radi. Mit einer Creme. Ich weiß nicht, was das für eine Creme ist. Ich glaube, Mayonnaise ist es, glaube ich, nicht. Aber das ist halt. Ja. Ich mag's nicht. Den normalen Radi ab und zu mal, ja, aber den Rettich nicht. Also den Meerrettich, meine ich jetzt. Und ja, genau. Deswegen. Ja, genau. Das war jetzt wieder ein Fehler. Jetzt habe ich falsch geklickt. Ach ja, okay. Weiter geht's. Das will die schlechteste Idee von alles. So, ein Freund von mir war Arzt gewesen. Der hat halt dann leider Berufsverbot bekommen, weil er mit einer Patientin geschlafen hat. Ist schade, er war ein begnadeter Tierarzt. Oh. Okay. Okay. Das müssen wir jetzt mal aufklären. Also ich nehme einmal an, er hat Patientin nicht das Tier auf dem Tisch gemeint, sondern die Kundin. Aber wieso kriegt man dann als Tierarzt Berufsverbot? Also das ist der Zusammenhang erschließt sich mir jetzt nicht, weil ich sag mal so, wenn ich mit der Kundin in die Kiste gehe oder mit dem Kunden in die Kiste gehe, ist das doch meine Sache und die Sache des Kunden. Das hat doch mit der Berufssache nichts zu tun. Okay, da kommt wieder unsere Katze, die mir dir erzählen will, dass mein Mann sein Zucker zu hoch ist. Das stimmt zwar nicht, aber ist in Ordnung. Du sich ran mit dem Arm, holt sein Handy raus, sagt so, ich habe richtig coole, krasse Freunde, öffnet einen WhatsApp-Gruppenchat. Wir schicken uns immer gegenseitig Bilder von unserer Scheiße. Und dann öffnet er Bilder aus diesem Gruppenchat und zeigt mir Varieties von Scheiße von seinen Freunden. Dünnschiss, normale Würste, alles mit dabei. Und das ist ein Thema, das man über den Stream bringen muss. Nein, muss man nicht. Also das wäre mir so peinlich, wenn ich einen Freund hätte, der sowas macht. Das würde ich weder mir selbst noch dem Freund antun, noch der Gruppe, in der er drin ist. Gut, okay, die wurde jetzt nicht genannt und wahrscheinlich kommt da auch nicht jeder rein, aber wobei ich jetzt im Nachhinein auch dazu sagen muss, manche Leute haben interessante Hobbys. Ja. Dick, ne? Hey, die Musik ist echt nice auch bei den Folgen, muss ich sagen. Und behaupte das Gegenteil. Das hat doch gefehlt. Nein, also manchmal ist der Musikgeschmack bei den Öffentlich-Rechtlichen oder auch bei den Privaten, wenn sie Dokus machen, relativ komisch. Da kommt erst was Cooles, super, passt und dann kommt irgendwas, da denkt man sich, hä? Hast du das dir angehört, bevor du es da reingeschnitten hast? Ja, genau. Bei mir ist es mal ganz einfach. Meine Musik kommt von Pandabeats. Da muss ich mir keine Gedanken darum machen, ob sie urheberrechtsmäßig geschützt ist, weil das ist sie nicht. Die ist freigegeben. Und es ist immer coole Musik. Ihr hört das ja jedes Mal, wenn ihr hier bei den Reels dabei seid. Dankeschön für die 24 Euro. Wir haben 24% von dem 10.000 Euro-Dings. Ja, das ist da bei 10... Moment, nein, das kann nicht sein. 24 Euro sind 24%. Das war aber, wenn ich richtig gelesen habe, 0,24%. Dann passt es. Ansonsten wäre es bei 24% bei 24 Euro
Auf 100 Euro, nicht auf, auf 100.000. Also da musst du noch ein bisschen beim Rechnen. Oder ich habe jetzt falsch geguckt. Ich weiß wieder, ich gucke wieder beim Schneiden nochmal genau hin und dann weiß ich es, aber dann kann ich es nicht mehr ändern. Wo wollen Sie denn hin, alter Mann? Ich könnte auch einfach über die Brücke laufen. Habe ich jetzt gerade extra einen Hafen neben die Brücke gebaut, um von hier nach hier überzusetzen, während hier literally eine Steinbrücke ist? Ja, hast du. Oh mein Gott. Manche Leute sollten sich den Bildschirm, an dem sie spielen, erst einmal sehr genau angucken, bevor sie anfangen, daran rumzuspielen. Darauf rumzuspielen, so rum. Ich habe mich auch gefragt, wieso steigt der jetzt auf die Brücke? Den Hafen dahin bauen ist jetzt an sich ja nicht schlimm. Das passt ja, man kann den Fluss ja hoch und runter fahren, beziehungsweise hoch, runter nicht mehr, aber hochfahren zum Meer, dann passt das wieder. Dann ist der Hafen durchaus in Ordnung, auch für Flussschiffe. Aber um von der einen Seite auf die andere Seite rüber zu kommen, ist es wirklich einfach, über die Brücke zu laufen. Nur so als Hinweis. Twitch-Plugin und nächsten Freitag Dead Space. Fall Guy Forest! Kauf dir lieber den Grund, die bekommen schneller als die Fall Guys. So war wer. Also ich sag mal so, Fall Guys, geiles Spiel. Ich habe es sowohl auf dem PC als auch auf der Switch. Wenn wir mal eine größere Gruppe sind, so mehr Leute und dann so sagen wir mal so 20, 30 Leute, die hier gleichzeitig zuschauen. Irgendwann hoffe ich ja mal, dass wir so weit kommen. Hallo Katze, da hinten ist sie wieder. Da. wenn wir so viele mal sind und wir alle gleichzeitig da sind und dann ganz viele Leute auch dabei sind, die Fall Guys spielen, dann machen wir das auch mal gemeinsam hier auf dem Stream. Das verspreche ich euch. Genau. Also, ich bin jetzt übrigens mit beiden Händen. Ja, ich sehe es. Ist dir aufgefallen, dass die Tasse fast so groß ist wie ein Kopf? Ist sie gar nicht. Na doch. Lilly, die Tasse zensiert dich gerade. Das ist aber doch nur mein Gesicht. Mein Kopf ist doch noch hier. Also gerade mal, wo sie recht hat, hat sie recht. Genau. Worauf bezog sich das Kistenkater? Kannst du gerade mal kurz reinschreiben, damit ich Bescheid weiß. Ah, da ist wieder unsere Katze. Die rennt wieder rüber Richtung, die lässt sich wieder von der Sonne veralbern, weil sie denkt, da draußen ist tierisch warm. Wenn ich die Tür aufmache, hält sie die Nase raus, stellt fest, oh, es ist nicht warm, dann will sie wieder rein. So, also, wobei stehen wir? Achso, wo sie recht hat, hat sie recht. Der Kopf geht ja höher als das Gesicht, aber ihr Gesicht wird trotzdem zensiert. Achso, ja, das mit diesem Thema, das war wirklich nicht das Wahre, hast recht. Es tut mir leid. Ja. So, wenn Basti gewinnt, muss er sein Gesicht. Aber deine Tastatur ist heute ein bisschen schief auch, ne? Ja. Basti, mach Gesicht in Facecam, wenn du gewinnst. Ehrlich. Das ist natürlich. Die ist ein Tacken bitte? Zu hoch. Tut mir leid, aber da kann ich die ganze Zeit nicht weggucken. Warte, ich hab was für dich. Dann kann ich den einfach kurz machen. Junge, Basti, ich hasse dich dafür. Ich hasse dich so sehr dafür. Das ist das Schlimmste, Alter. 10 von 10. Dankeschön. Da geht's mir direkt viel besser. Perfekt. Ey, freut mich. Also. Ich weiß jetzt eins, gleich kommt garantiert die Frage, wo kriege ich das her? Weil unser Kistenkater ist auch so ein, pedant will ich nicht sagen, das wäre falsch, das wäre ganz falsch. Nein, aber er ist auch so einer, der immer alles ganz gerade haben muss. Da darf nichts schief liegen. Glaubt mir, wenn ihr mit ihm einkaufen geht, das ist manchmal richtig lustig, weil man legt alles auf das Kassenband und er rückt das dann alles nochmal richtig zurecht, dass das alles passt. Da könnte man dann eine Kiste drüber packen, könnte alles was drunter schieben, rumdrehen, hätte alles eingepackt. Das würde passen. Nur an der Kasse wird es ja dann wieder auseinandergezogen. Dann passt er wieder in der Nische. Aber sowas hin. Und das glaube ich, das wäre auch was für ihn. Wenn ihr sehen würdet, wie meine Tastatur jetzt gerade hier liegt, dann würdet ihr denken, oh Gott, da ist nicht nur links zu hoch, da ist er rechts zu hoch und zwar ganz gewaltig zu hoch. Ich hasse euch so dermaßen. Ihr seid scheiße. Alle scheiße. Wer war das? Resident Evil. Horror-Game. Da kommen solche Schreckmomente. Wisst ihr, was jetzt gerade anfängt? Jetzt fängt gerade an, meinen Daumen weh zu tun. Das ist ganz herrlich. Also wie gesagt, Horror-Game. Erschreckungsmomente, klar. Aber das Kind war ja wirklich gräuslich mit dem Schreien.
Mit F kannst du die Fahrerseite haben. Fahr einfach vorsichtig. Drück mal F! So dumm. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte gucken, was du machst. Oh, Sonja, du hast Mann. Mich gebetet. Sonja, du hast mich gebetet. Ja, und jetzt wird sie überfahren. Geil. Ah, geil. Oh. Oh, ja, genau. Mann, guck doch auf den Bildschirm. Oh, Mann. Das war jetzt wieder mal typisch. Was hast du dir auf den Daumen gehauen? Nein, ich habe mir nicht auf den Daumen gehauen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe in letzter Zeit öfters mal hier so wie ein Ziehen. Es ist wie, ich sag mal, die Sehenscheidentzündung zieht's ja hier. Und bei dem zieht's hier. Es ist einfach eine Überbeanspruchung. Das Lustige ist, ab Montag muss ich das Ding auch mehr benutzen. Das wird richtig komisch, richtig lustig. Spätestens am Freitag sitze ich hier mit so einem Verband. Oh, ich hab gerade auf die Tastatur geschaut. Das Problem ist, ich habe kein Leben. Ich werde jetzt gleich sterben. Nee, ist alles gut. Du wirst nicht getroffen. Auf Stichwort. Ja, auf Stichwort. Das ist aber ganz klar bei diesen Souls-like-Spielen. Die heißen nämlich nicht Dark Souls Games, sondern Souls-like Games. So rum. Das wusste ich, habe ich halt rausgekriegt. Ich habe die Tage was geguckt, wurde das wieder benannt. Eine Vorschau bei den Kollegen von Game 2. Was es nächstes Jahr so für Spiele gibt. Dann nicht nächstes, dieses Jahr. Aber das war nur der erste Teil. Also ich bin mal auf den zweiten Teil gespannt. Und ja, genau. Also Souls-like-Spiele, da muss man vorsichtig sein. Stirbt man da, ist das Zeug eher weg. Dann muss man eben wieder da hinkommen und das oder von vorne anfangen. Das ist halt einfach so. Dafür hat man aber dann auch ja viel Spaß damit, wenn man es gern slasht. Ja, alles klar, der sich einfach gedreiteilt jetzt, oder was? Da war eben ein einziger Bär und plötzlich waren es drei. Ich würde sagen, das ist ein Bug im Spiel. Oder die Bären haben perfekt hintereinander weggestanden, sodass du die nicht gesehen hast. Wobei, als du da reingejumpt bist, waren es drei Bären. Die hat man ganz deutlich gesehen. An der Stelle war ich bei Witcher noch nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob da drei Bären stehen oder nur ein Bär. Ja. Genau. Oh, was? Elder Scrolls 5. Das Never. Müsste Skyrim sein. Ja, schön. Weißt du, wirst erst von... Ja, klar. Ja, das war die Schnetzelbahn. Man wird erst von einem Monster geschnetzelt, dann von einem Werwolf. Ja, genau. Im Übrigen, Werwolf ist das Einzige, was mir bei Elder Scrolls noch fehlt. Ich habe keinen Charakter, der Werwolf ist. Ich habe aber einen Charakter, der Vampir ist. Ich wollte ja eigentlich einen zweiten Charakter. Nur ist mir dann die Dame, die mich, die den Charakter verwandeln sollte, abgängig geworden. Ja, ist halt so. Passiert. Nami, watashitachi wa hashi mo kuzushite iru shi. Ich hab Brüste statt Brücke gelesen, ich weiß auch nicht warum. Japanisch ist eine so geil. Schön, wenn sie kann. Nein, aber da war ja Untertitel, also kein Problem. Das war natürlich One Piece, klar, kennen wir. Und ja. Geiler Anime. Geile Spiele. Ja, passt. Drei Leute aus meiner Liste gesehen, PUBG gespielt habe. Aber ich habe auch letztens, als ich gespielt habe, gesehen, dass Leute gespielt haben, mit denen ich nicht so häufig spiele. Junge. Es ist soweit. Es geht zu Ende mit mir. Es ist einfach vorbei. Das wäre doch jetzt ein schöner Spruch für die Woche gewesen. Unser Kistenkarte wäre wieder voll auf seine Kosten gekommen. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen ihn noch. Den Spruch der Woche. Aber dass ich Leute sehe, zum Beispiel, die WoW spielen oder Elder Scrolls oder sonst ein Game, das, mit denen ich nicht so oft spiele, das kommt immer wieder vor. Das ist eigentlich normal. Ja.
Ja, okay, ist in Ordnung. Wunderbare Kistenkarte, ich hab dir ja gesagt, du darfst gerne was ausgeben. ja, genau. Das, ja. Wow, ich hab hier, Leute, ich hab hier Entenpelle. Und zwar richtig. Und zwar nicht nur an den Armen, sondern über den gesamten Körper. Das ist ja mal so eine geile Stimme gewesen. Und ihr habt das so geil gebracht hier. Wow, cool. Hammer. Was ist das denn? Der hat nicht mal eine Pistole in der Hand. Ja. Das ist eine Luftpistole. Aber er schießt und tötet. Das ist praktisch. Aber ich kann damit schießen. Das ist praktisch. Das ist die perfekte Mordwaffe. Man kann sie nicht finden. Sie ist immer einsatzbereit. Und ja, das ist die perfekte Mordwaffe. Herr Kommissar, ich habe gar keine Waffe. Durchsuchen Sie mich. Ich war's nicht. Das ist geil. Die möchte ich haben. Ich wüsste sofort, wo ich als erstes hinginge. Nein! Doch! Schreib das wieder auf. Zack. Ah! Ja, so kann es gehen. Ich wüsste jetzt gerne, was da so geschossen hat. Vielleicht war das ja die perfekte Mordwaffe. Ich glaube, wir müssen es so rum machen. Nee, können wir so rum gar nicht machen. Ey, gehst du raus hier? Aber ganz schnell. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Geil. Dem habe ich jetzt eine Ansage gemacht. Ey, das ist... Kistenkarte? Was war das? Ach, du wusstest es auch nicht? Was wusste ich nicht? Hä? Wie, was, wo? Was? Wovon redest du jetzt eigentlich gerade wieder? Der Knall. Achso, nee, den Knall, das habe ich auch nicht gesehen. Sie hat da irgendwas in die Hand genommen, dann hat es geknallt. Wie eine Pistole oder wie ein Schuss. Aber was das jetzt war, weiß ich nicht. Also es war was von Weihnachten. Also es sind doch schon ältere Clips. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, Kistenkarte, du hast doch auch immer Probleme bei deinen Bauvorhaben, dass dir irgendwelche Viecher reingerannt kommen. Hast du gesehen? Jetzt weißt du, wie du sie wieder losführst. Einfach die Ansage machen, dass sie Land gewinnen sollen und schon verschwinden sie. So wie der Elch gerade. Hat wunderbar gepasst. Ich kann nur einen Esel nachmachen. Das ist Esel mit Raucherhusten. Das war ein Rätsel mit das war ein Esel mit Raucherhusten, genau. Ah, das war nur bei Ark. So, ja, stimmt. Ark spielst du ja nicht mehr so oft. Aber wenn du mal wieder spielst, weißt du, wie es funktioniert. Einfach sagen, raus mit euch und schon verschwinden sie. Bei Ark sind das zwar keine Elche, sondern eher Dinosaurier, aber vielleicht funktioniert es mit denen ja auch. Es ist zwar immer so eine Sache, ein Elch hat ein größeres Gehirn als ein Dinosaurier, denn wir wissen ja alle, ein Dinosaurier hatte nur das Gehirn von der Walnussgröße. Aber gut, abschießen geht. Du musst... Nein. Naturschutz. Denk doch bitte daran, dass die Grünen in der Regierung sind. Die wollen Naturschutz. Ja, ich habe gehört, Vodafone macht wieder Ärger. Das war die Antwort. Ja, Vodafone machte Ärger. Ja, genau. Bei mir... Habe ich auch gerade wieder so ein bisschen das Gewackel. Ja, gut. Ist halt so. Ich habe aber gar nicht so viel offen eigentlich. Genau. Ja, wir zerstören uns gegenseitig. Ja. Bumm. Nein. Ja. So.
So macht man es bei Forts nicht. Achten vor dem Abschuss, obwohl, man muss natürlich dazu sagen, der Gegner hat das perfekt hingekriegt. Er hat genau im richtigen Moment nach dem Abschuss das Schutzschild aktiviert. Dadurch wurde die Rakete zurückgefeuert. Das ist natürlich mies, aber das ist auch, ja, man muss mit sowas wissen. Nein, mir ist nicht so kalt in dem Dings. Ich weiß auch nicht warum. Also irgendwie ist es heute ganz komisch. Als ich heute Morgen hier im längeren T-Shirt gesessen habe, nach dem Aufstehen, da war mir kalt. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung warum. Bis morgen! Und wenn ihr drin seid, bye. Und tschüss. Das soll man mit Handys öfters machen, habe ich gehört. Das ist gut für das Handy, beziehungsweise für die Handyhersteller, weil man braucht relativ häufig dann ein neues. Ich muss aber dazu sagen, also ich habe jetzt hier eine Hülle drum. Das ist keine von einem gewissen, mit einem Wildtier benannte Firma. Und die ist auch relativ sicher. Also man muss nicht immer teuer Geld ausgeben, um sein Handy zu schützen. Man sollte es aber trotzdem nicht so oft wegschmeißen. Da war unser Kistenkater. In rein Natur, nicht als Kater. Nur eines ist klar, wenn am Mittwoch und am Donnerstag meine Nase weiterhin so rumspringt, werde ich nichts drehen. Ja, das muss ich dazu sagen. Da hat er recht. Ich wollte ihn natürlich jetzt nicht dazu motivieren, dann trotz Nicht-Gesundseins zu senden und zu streamen. Das ist da. Aber wünschen wir unserem Kistenkater alle mal gemeinsam eine recht schöne Gesundheit, damit er wieder gesund wird. Du hast eiskalte Finger. Ich habe eiskalte Finger. Du weißt doch, dass ich immer kalte Finger habe. Das ist für eine Frau typisch. Kalte Finger. Familie. Wir haben hier ein Familientreffen. Hier mein Mann, hier da ich und da unten irgendwo rennt unsere Katze rum und miaut. Meine Bauchbein. Man hört sie vielleicht. Ich weiß es nicht. Also mein Mann hört man. Die Katze bin ich mir nicht ganz sicher. Das werde ich aber dann nachher vielleicht rauskriegen, wenn ich schneide. Weiter geht's. Ich habe nicht das Gefühl, dass das weniger wird, mein Junge. Komm nochmal. Du musst ein bisschen weiter rüberkommen. Hallo, Schnückelchen. So, jetzt habt ihr auch mal unsere Katze gesehen. Ja, wir gucken uns das nochmal genauer an. Oh, Scheiße. Das tut mir leid. Ja, ja, das tut. Das glaube ich dir jetzt aufs Wort, dass dir das leid tut. Natürlich nicht mein Mann, der unsere Katze mal gezeigt hat, sondern diesem Spieler. Und dass es dem leid tut, glaube ich nicht. Weiß der warum? Weil er weggerannt ist. Wenn es ihm leid getan hätte, hätte er ihn rausgezogen. Und nicht verbrennen lassen. Das macht man nicht. Ist so bett. Hat die nackte Frau nur eine Brust? Okay. Es hat was. Ja, es hat was. Selbst unser Kistenkater musste lachen. Es hat was. Ich war jetzt aber eher schockiert, dass man sowas einem Kind zeigt. Aber es war ja nur eine Zeichentrickfigur. Ja. Und um das Ganze aufzuklären, ja, es gibt auch Frauen, die nur eine Brust haben. Der Grund dafür ist meistens aber kein schöner. Also, obwohl, wenn sie nur eine haben, dann ist es insoweit schön, weil sie dann überlebt haben. Aber eine abgenommene Brust ist kein Vergnügen. Kann ich euch sagen, ich kenne genügend, die das Problem haben. Aber die Reaktion war wirklich geil. So auf das Bildschirm, so kreisch, Vollbremse. Ja klar, dass die Mutter vorne vollbremst, wenn das Kind hinten wie aus der wie von der Tarantel gestochen schreit, ist klar. Eins. Okay, das reicht. Oh, wir wollen ja nicht übertreiben, wir wollen auch nicht zu fit werden. Das ist auch ganz, das ist meine Devise. Ja, wir wollen ja nicht werden. Zu fit. Ja? Ja? Ich schwöre auf alles. Ich habe mich wirklich versprochen. Es tut mir unendlich leid. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass sie sich versprochen hat. Also wirklich. Sowas. Also heute ist die Sendung wieder echt. Ich habe schon wieder den perfekten Titel für diese Folge. Ich muss mir den gleich mal aufschreiben, sonst vergesse ich den wieder. Wie bei der letzten Woche. Da habe ich ihn vergessen, aber musste ich einen neuen raussuchen.
Ein. Okay, gut. Ich habe jetzt aufgeschrieben. Also, Titel steht schon mal für die Folge. Come on. Oh Gott. Oh ja, das I ist... I don't want this. B. Yeah. Yeah, baby. Oh, ja, oder geil. So geil, Alter. Das Ding ist so geil, Alter. Vielen Dank an Twitch Clips Germany fürs Retten dieser Kanada. Ja, das ist gut. Das ist cool. Letzte Woche hatten wir das schon, dass das einer geschafft hat. Das ist also wirklich, man muss relativ fit sein, dass das funktioniert, sonst ist die Kamera im Wasser, beziehungsweise in der Säure. Das ist eine Säure. Und dann ist die Kamera, ja. Gut, ich habe jetzt die letzte jemand gehabt, der hat gemeint, wieso, der kann doch reingreifen und sie dann rausholen. Die meisten Kameras halten noch mal einen kurzen Tauchgang aus. Ja, aber glaub mir, in der Säure nicht. Ich trage halt meistens Boots. Zum These Beispiel, Boots are made for walking. Ja, genau. Zum Beispiel so Buffalos. Und Buffalos haben ja schon solche Sohlen. Ich weiß nicht, wie groß die Hufe von Buffalos sind. Ja, so. So klein sind Buffalos? Nein, nicht die Sohle. Von Buffalos? Ja. Wir reden über denselben Teil, ne? Also... Die Sohle unten. Das sind doch Hufe. Okay, hä? Wovon? Hä? Was ist... Warte, hä? Das ist jetzt eine geil, verarscht sie geil. Lilly kennt keine Buffalos? Wirklich? Ja. Ich weiß, was er meinte. Ich weiß auch, was sie meinte. Und die beiden haben perfekt aneinander vorbeigeredet. Nein, das glaube ich natürlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er sie einfach nur veralbert hat. Aber passt. Ja, es ist auch wieder mal so ein Teekesselchen. Genau. Ich wurde gerade gefragt, wann war die erste Mario Kart Lobby? 1972. Okay. Vor August auf jeden Fall. Das ist August, ne? Ich glaube nicht, dass jemand nach deinem Geburtsjahr gefragt hat, Nils. Wow! Ja, das war ein Schlag. Bei mir dürfte man noch ein Jahr drauflegen. Aber 1972 gab es die erste Nintendo Mario Kart Lounge. Nein, gab's nicht. Definitiv nicht. Viel zu lange her. Ja. Weiß natürlich, dass das ein Spaß war, aber ja. Oh, mein Magen macht wieder Geräusche. Peak Content! Mädel, ich würde was essen. Ey, da würde ich knallhart was essen. Bei solchen Geräuschen definitiv. Man sollte nicht so lange streamen, sondern zwischendrin auch mal was essen. Ja, so kann's gehen. Also ich weiß jetzt nicht, was ich gerade rede, weil ich bin jetzt gerade taub. Ich sage es immer wieder gerne. Erstens mal, ihr spielt Horrorgames. Da gibt es solche Horrormomente. Damit müsst ihr rechnen. Zweitens, schreit doch nicht so. Das ist zwar schön, aber kann man das nicht runterregeln? Meine armen Ohren. Und zum Dritten, wenn ihr euch nicht erschrecken könnt, ordentlich, wie sich das gehört, dann spielt keine Horrorgames. Oh, da kommt doch bestimmt gleich irgendein dreckiger, verdammter Jumpscare, weil irgendwie gleich mir entgegengesprungen kommt, oder? Okay, dann doch nicht. Ein Glück. Ich kann hier ein bisschen entspannt looten. Halt die Schnauze! Oh. Hardclip, danke für 500 Bits. Vielen lieben Dank. Ja, so kann's gehen. Sie hat's auch noch angekündigt und vorangesagt. Aber das war wirklich eine geile Verzögerung. Muss man sagen. Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Oh mein Gott. Könnte mal jemand nachgucken, ob das wirklich so heißt? Ich glaub's nicht, aber wäre natürlich ein guter Kniff, wenn die Hauptstadt von
Finnland dann auch noch genau heißt wie Sonnenuntergang. Ich hab echt gedacht, das war jetzt nirgendwo mehr was zu heilen. Ich hatte keinen Heiltrank mehr. Lol, wie sieht denn sein Gesicht aus? Ja, boah, was? Seid still! Was war das für ein Grafikbug? Okay, ich würde sagen, da war das Nachladen der Polygonen ein wenig zu langsam. Ich meine nur so, also, ja, irgendwie. Ja. Lass dich hüpfen. Ah! Lass dich hüpfen. Schön. Ah, schön. Das war ein Moment zu früh geklippt. Zu früh gedrückt. Deswegen hat das nicht so ganz funktioniert, wie das sollte. Aber man sollte nicht so mit Toten umgehen. Das macht man nicht. Das ist nicht nett. Nein, 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 nein. Was? Helsinki? Heißt das? Heißt Sonnenuntergang auf Finnisch wirklich Helsinki? Das wäre geil. Also das ist geil. Dann heißt die finnische Hauptstadt auf Deutsch Sonnenuntergang. Hey, geil, wir fahren demnächst nach Sonnenuntergang. Irgendwann mal. Gut. Dankeschön, Sonic. Ich guck mal gleich ganz kurz nach der Katze. Das war die Tasse, aus der die Katze eben getrunken hat. Ich hab's vergessen. Aha, ja. Kurzzeitgedächtnis. Weißt du dann wenigstens gleich auch noch, dass du nach der Katze gucken wolltest, ja? Gut, also was? Auringonlasku. Ah, okay, dann heißt das doch nicht Helsinki. Gut, aber eins weiß ich jetzt schon, Finnisch ist eine komische Sprache, da holt man sich Knoten in die Zunge. Die Community der ganzen beiden Welt. Ich werde jetzt Spüli verstreuen. Oh, scheiße. Scheiße, das war wirklich auf. Ja, 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 ja. Ja, das, so kann es gehen. Aber Kiska, da hast du gesehen, die hat, da hatte das, also die etwas größere Version von deinem Mikrofon und die hat da oben auf das Ding Augen draufgeklebt. Auch eine Idee, oder? Dass größere Version hat halt den Vorteil, dass sie nicht nur einfarbig, sondern bunt leuchtet. Okay, also ich schlag jetzt einen Trade vor, ja? Einen einmaligen Jahrmarkts-Trade. Ich nehme jetzt dein Pferd und du kannst mein Pferd nehmen, ja? Einmaliger Jahrmarkts-Trade. Okay, Deal. Das, dein Pferd da, dein Pony, das muss zu Lasagne verarbeitet werden. Das war dein Problem, muss ich sagen. Ja, man kennt's. Ah, ja. Geil! Das war ja ein geiler Kniff. Der geile Fehler. Okay. Okay, also das war, ich spiele Schach wohl zum ersten Mal und weiß nicht, wie es richtig funktioniert. Das war auf jeden Fall der falsche Bauer. Und sie hat dadurch ein Pferd gewonnen. Immerhin. Das kann am Ende durchaus den Sieg bringen. Hey! Oh, du bist ein... Was bist du denn für ein Wichser? Mann! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich krieg die Ausrasten, Alter! Das ist ja wohl das... Das ist ja wohl lächerlich! Ja, also, da muss ich ihm recht geben. Klar, ist Sinn des Spiels mit als... Also innerhalb der Grenze, der Zahl der Leute, die weiterkommen, in das Ziel zu kommen. Aber den Streamer davon abzuhalten... Obwohl er es geschafft hätte, ins Ziel zu kommen, das ist mies. Das ist mies. Richtig mies. Und das, da mache ich auch keinen Spaß, obwohl das eine lustige Aktion gewesen ist an sich. Aber das ist mies. Nein, das unterstütze ich nicht. Das finde ich nicht gut. Uwo, Uwo, Ara, Ara. Uwo, Uwo. Ara, Ara. Nee. Ja, Ara, Ara ist nicht so mein Ding. Das Uwe kann ich besser. Also ich fand's eher umgekehrt besser, aber gut, okay. Jeder wie er denkt. Hä, wie? Was macht der da? Digga, was hat der schon für eine Ausrüstung? Oh, der will sich ausknipsen. Warum? Oh, der hat dich geil! Geil! Zwei auf einen Streich. Geil. Und vor allen Dingen, was für eine geile Waffe. Die ging durch den ganzen Kopf durch. Naja, so kann's gehen. Ich habe mir gestern einen Eierkarton gekauft. Keine Eier.
nur den Karton. Ich brauche den zum Basteln. Ich bastle Eier aus Eierkarton. Ich lege die dann in echten Eierkarton und tausche die gegen Kartons mit echten Eiern im Supermarkt. Warum ich das mache? Ich Parship'e jetzt. Parship, finden auch Sie das Ei zu Ihrem Karton. Also, wenn jetzt wirklich Werbung gelaufen ist und das nicht das Mädel war, was wir gerade auf dem Bildschirm gesehen haben, dann war das ein geiler Kniff. Ich warte aber jetzt trotzdem mal kurz, weil das könnte dann ungefähr 3 Minuten dauern, weil ich habe hier nämlich auf meinem Dings keine Werbung. Oh, also Werbung vorbei? Gut. Also, ich hab's gerade gesagt, das war ein richtig geiler Kniff, weil gleichzeitig mit dem letzten Clip deine Werbung losgegangen ist, weil wir hatten hier gerade eine, die hat Werbung nachgespielt, also so ein bisschen so mit Eierkartons. Sie hat einen Eierkarton gekauft ohne Eier, sondern bastelt sich jetzt Eier aus Eierkarton und mit Parship, und es war echt lustig. Also im Nachhinein solltest du dir diesen Teil des Videos nochmal angucken. Die lange Pause, die ich dazwischen hatte mit dem Gerede, weiß ich noch nicht, ob ich die rausschneide. Mal gucken, muss ich mal gucken. Es hat nämlich auch gut gepasst. Kannst so schnell laufen, wie du willst. Du bist ein Loser. Fress meine Fürze. Mitten ins Gesicht. Ich nehme auch extra... Ah! No! No! Anne, das war ein Doppeldaumen hoch. Das war geil. Ja. Man sollte manche Spielchen nicht treiben. Die können nämlich auch, ich sage es immer wieder, gern nach hinten losgehen. So wie jetzt da. Da war dann der Igel am Ende doch schneller als der Frosch. Ja, so kann's gehen. Ja, das nächste Mal weißt du es besser. Das nächste Mal lässt du das. Miss Grant, you- What? Was? Was? Ihr habt das gleiche Kostüm an. Allerdings hatte sie die besseren Flügel. Die schöneren Flügel. Genau. Du hattest die optionaleren Flügel, aber sie die besseren. Die schöneren. Genau. Ja. Cookie, der ist heute ein bisschen abenteuerlustig. Der hat heute so ein bisschen Bock auf Rammelei. Rangelei. Rammelei, ja. Ich weiß auch nicht. Das könnte man ja rausfinden, man kann ihn ja fragen, ob er Lust darauf hatte. Hättest du es mal gemacht, weil ich hättest du was gewonnen. Ja. Mann, hatte der wenigstens einen Helm auf, damit es also, mal ganz kurz das Fahrrad. Er hat einen echt schönen. Oh Gott! Was war das? Das war einer der Spieler, den du ganz galant mit dem Fahrrad in den Abgrund befördert hast. Und sowas macht man nicht. Das ist ganz fies. Ganz fies. Genau. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Es kommt nichts raus. Ja. Jetzt wäre die Frage gewesen, welches von den beiden Gläsern, wo noch was drin war, war das falsche. Wenn das oben war, hätte ich es mal rumgedreht, damit die drei runterfallen und auseinandergehen. Wenn das unten war, hätte ich das Glas noch ein bisschen mehr gekippt, dann wäre es rausgefallen. Nur so als Hinweis. Ey, geil, ein MSI-Board. Also runter und dann kann man... Ja, oder man kann Details filmen, wie das hier, was nicht passieren sollte, während man gerade den PC aufbaut. Sei froh, dass es passiert ist und das Flüssige auf dem Tisch gelandet ist und nicht im Computergehäuse oder auf der Computerhardware. Das wäre viel schlimmer gewesen. Ist egal, auf jeden Fall. Oh. Bist du bereit? Ja. Okay, los. Du Bastard, Alter, Junge, ohne Scheiß! Oh Gott, Junge! Ich weiß nicht, was da dran so schlimm ist. Es erschließt sich mir nicht. Ich bin nur froh, dass es bei mir keiner versucht. Okay. Weißt du, gestern habe ich meiner Frau gesagt, Scherz habe ich gesagt, du hast so wunderschöne Haare, die sind so
heute so, die sind heute so fluffig und weich sehen die aus. So richtig so, richtig geschmeidig sehen die aus. Und dann habe ich gesagt, darf ich die mal anfassen? Sagt meine Frau, ja klar darfst du die anfassen. Also bin ich da mit meinem Zeigefinger über ihren Oberlippenbart gefahren. War auch wieder nicht richtig. Oh, das ist fies. Ey, den hätte ich sofort vor die Tür gesetzt. Sofort, ohne mit dem E-Mail zu zucken. Sowas geht ja mal überhaupt nicht. Man kann doch einer Frau nicht mit dem Oberlippenbart gehen. Na gut, man sollte sich fragen, warum hat sie einen, aber nein. Dafür kann ich Zungenbrecher. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 Zahn mit 7 Zähnen Zähne Zucker zum Zoo. Wenn Schnecken an Schnecken lecken, schmecken, das Schnecken gar nicht lecker schmecken. Doch tu mal ein bisschen Schneckenschleim an die Schnecken herein. Schmecken, Schnecken, das Schnecken doch lecker schmecken. Respekt. Respekt, nein, ich versuch's jetzt nicht. Aber Respekt. Lach mal kurz böse. Moment. Ja, das ist das berühmte, wir lachen und kriegen einen Hustenanfall. Das klingt ja nicht mehr böse, das klingt ja eher lächerlich. Nein! Sag mal. Okay. Wie der Reifen auch noch wegfliegt. Geil. Also Kronk, das war ein geiler Mitschnitt, muss ich sagen. Dieses Auto war komisch. Ganz komisch. Nein, ich sag jetzt nicht, was mir dazu jetzt gerade einfällt. Nein, 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 nein. Schon mal was von der Erfindung der Topflappen gehört? Ich meine nur, ich habe gehört, die sollen dabei helfen, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt. Cindy, komm her. Ja? Ich zieh dich hoch. Ja, komm her. Komm! Wow. Ich reite dich, Cindy. Oh, geil. Okay. Also daran könnte ich mich gewöhnen. Also langsam wird's komisch, aber mir fällt gerade auf, wir sind fast am Ende und wir haben immer noch keinen Spruch der Woche. Hey, unser Motto fehlt! Ah, heiß! Vorführeffekt. Hatten wir bei mir letzte Woche auch. Ich wollte es anmachen, ging nicht. Weil ich die Sperre drin hatte. Muss ich das rausmachen, dann funktioniert es. Horror Game. Meine Fresse! Oh, da geht doch das scheiß Licht aus, genau in der Sekunde! Ja, das ist ein Horror Game. Was erwartest du, dass alles wunderbar rund läuft? Nein, natürlich nicht. Und falls ihr das mit meinem Fehlversuch sehen wollt, geht mal auf YouTube. Da könnt ihr das nachgucken. Oh, Kami, vom Bildschirm ist auch ganz... Da hatte die Katze. Da hatte es die Katze aber etwas eilig, würde ich sagen. Mit dem Runterkommen vom Katzbaum. Oder sie hat sich zu weit nach links gelehnt. Oder nach rechts. Oder wie auch immer. Kenn ich, passiert uns auch ab und zu mal. Kennt mich nicht. Bei unserem letzten Treffen lief's nicht so gut für ihn. Wie er verraten hat, haben's erfahren. Ich glaube, ohne mich kriegst du mehr aus ihm raus. Jedenfalls ohne nachzuhelfen. Wie fährt er bitte? Wie fährt er bitte? Wer ist der? Also, wenn das ein NSC ist, der fährt, dann hat das Programm aber, also das Spiel, ein ganz großes Problem. So ein richtig großes.
frage ich ihn, ob sie wirklich ins Stripclub gehen. Oh Gott, Handy am Steuer, Leute, ich bin kein gutes Vorbild gerade. Oh mein... Können wir das als Werbespot nehmen? Kein Handy am Steuer? Ja, bin ich voll dafür. Selbst mein Mann hat gerade eben drüben auf gestöhnt, weil er das Spiel kennt und er liebt dieses Spiel. Hin und wieder spielt er das auch ganz gerne. In letzter Zeit eher nicht so viel, aber gut, da ist er eher am Bauen. Aber ich glaube, er kann das gut nachvollziehen. Und Leute, auch im Realen, kein Handy am Steuer. Und damit meine ich jedes Steuer. Damit meine ich auch ein Lenkrad vom Fahrrad. Kein Handy. Wenn ihr was nachgucken wollt, bleibt stehen, fahrt an die Seite und guckt nach. Und dann fahrt weiter. Aber nicht während der Fahrt. Das hat ganz böse Folgen haben. Hm. Was für Sachen der manipulieren kann. There we go. Also inwiefern... Oh Gott. Ah! Was war das jetzt? Der Bastard kann im Schrank sitzen! Ah! Ja. Und das fällt dir ein, deswegen schreist du so. Nee. Wie hast du das jetzt gewechselt? Auf E. Das ist fies, wenn jemand was fragt und man sagt ihm dann den falschen Buchstaben, den man auf der Tastatur drücken soll. Das ist immer ganz fies. Hallo, lieben Leute da draußen. Nicht vergessen, Twitch Clips Germany. Einmal kommentieren, abonnieren und am besten macht ihr noch die Glocke an, damit ihr, wie gesagt, nichts verpasst von Twitch Clips Germany. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und natürlich ein Like da lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz wichtig, Twitch Clips Germany abonnieren, nicht akkuieren, abonnieren. Einmal wechseln. So, also, Twitch Clips Germany abonnieren. Haben wir hier schon gemacht. Weiß ich, mache ich jedes Mal. So, nein, mache ich nicht jedes Mal, sondern das habe ich einmal gemacht und das brauchen wir nicht jedes Mal Neues machen. Genau. So, aber es gibt einen Daumen hoch. Obwohl, und jetzt kommt das Obwohl oder das Aber. Es fehlte das Motto der Woche. Der Spruch der Woche war nicht drin. Das muss ich angreifen, das ist nicht in Ordnung. Ich verlange die nächste Woche wieder einen Spruch der Woche. So, weil der ist wichtig, das ist unser Motto. Ohne das können wir nicht leben. Und jetzt stehen wir da mit unserem Talent. Jetzt haben wir eine Woche lang kein Motto. Genau, gut. Wenn ihr gerade hier bei mir auf YouTube unterwegs seid, falls ihr das auf YouTube guckt, dann bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich darüber freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat, weil das hilft mir, das hilft dann auch euch, weil wenn es mir hilft, hilft es euch, weil ich kann dann mehr Content bringen, beziehungsweise mich darum kümmern, Content zu machen. So, ein Abo wäre natürlich auch schön, wenn ihr das da lasst, das hilft auch. Und Kommentare könnt ihr da unten reinschreiben. Und damit ihr das Dance dann auch bei Twitch Clips Germany machen könnt, habe ich da unten das Originalvideo verlinkt. Da klickt ihr dann drauf, wenn ihr hier alles gemacht habt und geht rüber und macht das da drüben dann auch nochmal. Genau. Okay, so. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich wechsle kurz in den Chatting-Bereich, so, genau, dass wir, uns dann mit der nächsten Folge in der nächsten Woche wiedersehen und, genau. Bis dahin sage ich euch von den Twitch Clips Germany, tschüss, bis nächste Woche, eure Josie.